Und zwar habe ich jetzt gerade mal auf die Verwandlung geschaut. Da haben wir nämlich jetzt neue Sachen freigeschaltet. Hier unten, die sind noch nicht freigeschaltet. Die sehen aber auch ganz cool aus, diese Wolfsachen. Aber wir haben jetzt mittlerweile hier diesen Schattenpurpuma. Ist gar nicht so doof, der Name, von wegen ne, Purpur und so weiter. Der sieht auch ziemlich cool aus. Dann hatten wir ja den Säbelzahn-Taillon, das war ja standardmäßig drin. Dann den Schattenskull, den haben wir jetzt auch gerade dazu bekommen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir den vorher schon bekommen hatten. Und hier diesen wilden Skull, den habe ich jetzt erstmal ausgesucht, weil ich Wölfe ja so liebe. Den haben wir auch noch dazu bekommen. Hallo und herzlich willkommen zu Throne and Liberty. Ja, in der letzten Folge habe ich ein bisschen Blödsinn erzählt am Ende, weil wir haben natürlich nicht Kapitel 2 abgeschlossen, sondern wir hatten nur eine Quest in Kapitel 2 abgeschlossen. Und jetzt müssen wir den Sprung wagen. Dämonenschlechter Mahn. Was ist denn das für ein komisches Zeichen hier oben drüber? Ich weiß es nicht. Mein Aussehen anpassen. Ja, ich will jetzt eigentlich nicht. Moment, das war die falsche Taste. Ich will jetzt eigentlich nicht, dass alles reinspringt, sondern ich wollte eigentlich mal eben hier rüberlaufen. Ich weiß immer noch nicht, was das hier eigentlich genau ist. So, eine ehrliche Umarmung ist das linke und. Oh, da ist noch was zu lesen. Are you looking for specific ingredients? Nein, ich schaue nur danach, dass wir was vorlesen können. Was mit meiner Stimme gerade aktuell nicht so toll ist, ich weiß, entschuldigt bitte, aber es wird gerade wieder schlechter. Das grausamste Festival der Welt. Letztlich starb Fürst Belforet und Mark Aaron am Strick. Alle auf dem Platz begangen, um sie zu trauern. Doch Reville, Khazar, Salantia, diese herzlosen Eindringlinge nutzten Malvesens, um die Menschen in eine erzwungene Feier zum Singen und Tanzen zu bringen. Okay, ja, gut. Ausrüstungsverbesserung. Sprich mit Lagerverwalter. Mit dem wollte ich eigentlich noch kurz sprechen. Jetzt bin ich nur gerade am Gucken. Der ist da, ne? Bin ich da jetzt dran vorbeigelaufen? That was close. I can't believe the ghastly tales were true. Ach, ich habe in die falsche Richtung geguckt. Haha. Have you tried using the storage? It's very convenient. Dank dir habe ich Martinet getroffen. That's great. You look more composed than last time, so I guess it went well. Anyway, I have something to tell you. Do you know how to transfer upgrade levels? Ich glaube nicht. I thought as much. If you want to prepare yourself properly against all sorts of Archaeum spies, you need to know what transferring entails. Brother, let me tell you something I learned from one of my other customers. When you get a shiny new high-grade weapon, you can transfer power from a rusty old weapon to strengthen it. Was ist dein Wachstumsstein? When you perform a transfer, the older equipment's upgrade level is completely moved to the new equipment. It's much more efficient than upgrading new gear from scratch. So, brother, remember to upgrade every piece of equipment as much as you can. Got that, brother? Transferring power means you never have to throw away a piece of equipment. So feel free to upgrade everything as much as you'd like. It's easy. Ja, wie das jetzt funktioniert, hat er mir jetzt nicht gesagt. Öffne das Punkt aus. Ah, okay. Öffne Punkt. An den Punkt muss ich mich gewöhnen. Ich habe noch nie bei irgendeinem Spiel den Punkt benutzt. Jetzt habe ich den Rest natürlich gerade nicht gelesen. War ja klar. Moment, Eigenschaft, Transfer, Eigenschaft wahrscheinlich. Ne? Ausrüstung für Ausrüstungsverzauberung. Wenn ich jetzt wüsste, dass wir die jetzt länger gebrauchen, ne? Aber ich meine, wir haben das doch schon mal gemacht. Was ist eigentlich mit Stufenaufstieg? Habe ich da irgendwas? Nee, ne? Moment. Ausrüstungsverzauberungsfenster, um eine ungewöhnliche oder bessere Waffe um eine Stufe zu verbessern.
Das ist auf jeden Fall eine ungewöhnliche. Bis zur nächsten. Achso, hier. Oder kommt mir das jetzt einfach nur so vor? Hat er mir das gegeben oder haben wir das gesammelt? Kommt mir das jetzt nur so vor, weil wir das von der Ausrüstung schon kennen? Das kann natürlich auch sein. You can now own even stronger equipment by upgrading it. Ja, das ist alles schön. Das Problem ist nur, ich weiß jetzt natürlich nicht, ob wir das so brauchen oder ob wir erstmal warten sollten, bis wir halt wirklich gute Sachen haben. Also, ich weiß ja nicht, was Max-Level hier ist. Nimm am dynamischen Event teil, das wollen wir nicht. Sprich mit dem Fähigkeitenforscher Adrian. Fähigkeiten entwickeln. Das würde ich gerne noch vorher machen, weil ich denke mal, hier geht es dann mit der Hauptstory weiter. Fähigkeitenforscher. Wo sind wir? Der ist hinter uns. Drum, drum, drum. nee, in der Richtung ist er. Da. Okay, da will ich nicht hochspringen. Ich sehe überall jetzt diese Dinger, wo man mit F hochspringen kann, ne? Aber ich meine, vielleicht sollten wir auch mal gucken auf den Dächern, ob man da eventuell irgendwas finden kann. Aber wie kann ich meine Fähigkeiten verstärken? There is a way to make your skills stronger. You'll need an active or passive skill growth book, depending on which skill you want to improve. You'll need to use skill growth books to learn new skills. They're divided by skill level, so be sure to read them carefully. Say, didn't you visit me before? Oh ja. I knew it. Thank you for helping out Martinet. I will prepare special items for you. Mm. Just for this once. Cool. Enhance your skills with active and passive skill growth books. Give it a try. It's easy. Following Thomas's advice, you visited the skills researcher Adrian. Adrian taught you how to craft and use skill growth books. Also bei ihm. With this new knowledge, you now have the potential to become even stronger. So, jetzt ist die Frage für aktive und passive Fähigkeiten. Für passive Fähigkeiten? Ich kann sowas herstellen, okay, aber ich habe jetzt keine Ahnung, was ich hier gerade mache, wenn ich jetzt ehrlich bin. Herstellung war erfolgreich. Hochwertiges Aktivfähigkeitswachstumsbuch. Ja, jetzt haben wir das Buch. Und nun? Sprich mit Adrian. Muss ich sonst noch was wissen? Ah, congratulations. You've done very well. Now, is there anything else you would like to know more about? Was habe ich jetzt genau gemacht und wie kann ich das jetzt anwenden? Muss ich das lesen oder was? Oh, if you find any skills books for skills you've already learned, don't worry. You can bring them to me and I'll use them to craft solutions. Is there anything else you'd like to ask? Nö, ich verstehe gerade gar nichts mehr. You crafted a skill growth book with Adrian's help. Ja. Adrian said if a skill reaches a certain level, an additional effect will be activated. Such power will be very helpful in the coming war. Hochwertiges Passivfähigkeitswachstumsbuch. Wird für das Wachstum passiver Fähigkeiten aller Waffen verwendet. Ja, muss ich das denn jetzt benutzen? Aktivfähigkeitsbuch. Ich habe gerade keine Ahnung. Also das andere, das habe ich ja noch alles verstanden. Damit mache ich halt jetzt meine Waffen und so weiter stärker. Jetzt habe ich auf das Buch gedrückt. Und komme jetzt hier rein. Achso, das sind die Plätze, genau. Und komme jetzt hier rein. Also so richtig verstanden, bin ich ganz ehrlich, habe ich das jetzt nicht. Aber ich will mich da jetzt auch nicht zu lange mit aufhalten. Ich will jetzt hier bei der Geschichte erstmal weitermachen. Wenn ihr mir da vielleicht einen Tipp zu geben könnt mit diesen Büchern, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Weil, wie gesagt, also ich habe alles verstanden, aber das mit den Büchern, das habe ich jetzt nicht so wirklich gecheckt. So, gleite von der abgestürzten Mauer. Achso, macht die automatisch. Na gut.
me a head of pig? How about a real head of pig? Meow for a dance. Wee, pig? How do Bob was a head of pig? Standing atop the coastal cliffs of Castleton, Helpy spent a long while gazing silently toward Wisp Island. Finally, it spoke. It said farewell until the day we meet again, and wished you well on the path ahead. You ruefully parted from the little friend who had been by your side from the beginning, continuing your journey alone. Hallöchen! Was bist du denn? okay. Geh aus meinem Begleiter raus hier. Du hast jetzt ein neues Amitoy. Ich dachte, wir könnten das bis zum Ende gebrauchen. Er war so süß. Amitoy kannst du im Amitoy-Fenster überprüfen und diverse Effekte erhalten, wenn du das Amitoy-Lithografie-Buch benutzt. Okay. Kapitel 2. Niedergehende Grauzehen. Du kannst... Achso, ich kann meine Belohnung abholen. Genau. Das haben wir, glaube ich, so noch nicht gemacht, aber das habe ich nebenbei immer gemacht. Achso, da muss ich einmal auswählen, damit ich dann weitermachen kann. Okay, das nächste wird dann sein, Veteranen sterben nie. Sammlung war aber auch noch was drin gerade. Habe ich gesehen, Moment. Das war's falsch. Wie war das nochmal? Meilenstein. Ach so, Sammlung ist hier gar nicht drin. Ich habe jetzt aber keine neue Quest bisher, oder? Das sind alles nur Spieler, die jetzt hier stehen. Soll ich nochmal F drücken? Das ist ein Hügel mit Blick auf die Flüsterinsel. Helpy, ich werde dich nie vergessen. Ja. Okay. Finde das vom Wind zerstreute Dokument bei Küstenklippe in Castleton. Das vom Wind zerstreute... Das war aber jetzt hier nicht angezeigt, oder? Das ist doch die Küsten... Boah, ich kann das nicht aussprechen. Die Küstenklippe hier, oder? Wo soll denn hier ein Dokument sein? Ach da. Nehmen wir doch das. Helpys Brief. Auch wenn uns nicht viel gemeinsame Zeit vergönnt war, so war sie doch unvergesslich schön. Am meisten vermisse ich, wie wir zusammen im Schatten von Whisperton lagen und nur miteinander redeten. Du hast mir immer gerne von dem Kind erzählt, dem du in der Kapelle begegnet bist. Du konntest nie genug betonen, wie freundlich dieses Kind war und wie es den Ältesten Jan geholfen hat, sich um die Kinder in der Kapelle zu kümmern. Allein die Erinnerung daran brachte mich zum Lächeln. Du hast auch versprochen, schneller wachsen zu werden, damit ihr zwei all die Rüpel bestrafen könnt, die Whisperion bedrohten. Und das sogar noch bis zu dem Tag, an dem du als Stern zum Himmel aufgestiegen bist. Helpy, beschütze Whisperion, selbst wenn ich sterbe. Dies waren deine letzten Worte, bevor du mich verlassen hast. Es war jetzt aber nicht das vom Winde zerstreute da. Ich bin gerade nur kurz am Überlegen. Ich will mal kurz hier reingucken. Da hatten wir jetzt nichts, was wir irgendwie auf...
Achso, das war das, was wir aufleveln konnten, ne? Nee. Moment. Ach, das muss hier oben liegen, oder wie? Ist das nicht das komplett... Ach, das liegt direkt neben mir. Sag mir das doch einer. Also es lag neben mir. Vom Winde verwehtes Dokument. Auf dem Boden liegt ein Schriftstück. Es scheint von unten emporgeweht worden zu sein. Okay, sieh unten nach. Aber jetzt doch wieder hier. Alter, da flog gerade ein Drache. Was war das? Halb verstecktes Pergament. Das Schriftstück zeigt ein Vertragsblatt mit dem Emblem des Widerstands. Aber der Vertragsverwalter lässt sich kaum entziffern. Die Tinte ist verschmiert. Bringe es zum Vertragsverwalter in der Nähe. Okay, machen wir das doch. Wieso bin ich eigentlich rot? Ich habe mir einen strahlend weißen Wolf ausgesucht. Wieso bin ich rot? Hä? Also von vorne sah die jetzt nicht so schlecht aus, aber wieso ist die rot? Ich verstehe es nicht. Is there anything you want to buy? Sorry, but I can only exchange items for contract coins. Ich bin doch hier beim richtigen, oder? Nee, Vertrag. Ach so. Ach so. Okay. Thank you. Let's see. Oh. This is not good. Was liegt an? This is a contract scroll meant for the Starlight Observatory ruins, and it came to the wrong place. I should send it back before it's due, but I can't leave my post. Wie wäre es, wenn ich es für dich abliefere? Are you sure? I can't entrust it to just anyone. Oh, wait. Aren't you the adventurer who helped Martinet in the Lord's Aid? You made the wolf hunting contest possible, didn't you? Yep. Please deliver it to Elira at the Starlight Observatory ruins. Oh, I'm so glad this contract can be completed on time. Und dann die blöde Frage, was genau ist ein Vertrag? The Resistance always lends a helping hand to those in need. We get requests to help with everything from minor problems to high-risk life or death missions. Normally, only Resistance soldiers can do this, but you have Clay's token, right? If he trusts you, we certainly can too. Take a look at some contracts if you want. Ich denke mal darüber nach. Now, take this to Elira at the Starlight Observatory ruins. Oh, don't forget to open the waypoint in the Urstella fields on the way, hm? Take care. Den Wegpunkt in den Urstella-Feldern. Oh, and before you go, you should stop by Marianne, the accessories crafter, and pick up some accessories. The better your gear, the stronger the monsters you can take on. Take a look at the contracts before you start your adventure. I'm sure you the rewards are worth it. Oh, okay. Moment, da ist es gerade so viel Zubehör. Ja. Was bist du denn? Das ist der niedlich. Zubehörherstellerin Marianne, davon hat er jetzt gesprochen. Die ist, ja, wo ist die denn genau? Zubehörherstellerin. Achso, das ist die direkt hier. Da. So, dich kennen wir ja schon. Rings, rings. They're all very useful. Oh, hello, adventurer. Do you need new accessories? Die sieht irgendwie cool aus. Ich möchte etwas Zubehör herstellen. Oh, you're curious about accessory crafting. If you bring the materials, I can make you great accessories. You have to have accessories to be a true adventurer. I'll give you some of the materials I have left over. Make any accessory you see fit. Das ist aber nett. At the urging of the contract manager Noss, you visited the Castleton accessories crafter Marianne. She explained that accessories can be crafted by gathering materials, and she gave you materials to make an accessory. Ach, mit Zubehör meinen die Schmuck. Verstehe. Okay. Vitalität kann man da oben.
Was habe ich denn jetzt an? Ich habe das Rechte an. Betäubungsresistenz wäre runter. Maximale Gesundheit wäre natürlich gut. Mana-Rec ist auch nicht unbedingt verkehrt. Da ist nur Gesundheit dabei. Dann wäre das hier ja eigentlich besser. Gesundheit und... Moment, das sind 185 sogar. Boah, ist ja krass. Ja, dann nehme ich die. Hallo? Achso, die ist schon ausgewählt. So, dann... Charakter war nicht C, sondern P. Ich muss ja erst immer mal wieder gucken. Das ziehen wir an. Hatte ich die überhaupt vorher an oder hatte ich die nur dabei? Jetzt, wo ich das gerade hier so sehe, ich bin mir nicht sicher. Ein Katalysator, der Astralkraft freisetzt, verbraucht, um anzugreifen, zusätzlichen Schaden zu verursachen. Hä? Wieso ist das bei meinen Waffen drin? Kann man das quasi in der zweiten Hand halten oder wie? Okay. Ach so, ja, genau. Hier wollte ich noch gucken. Ich habe aber nur einen Punkt. Dient als Quelle physischer Stärke. Dient als Quelle von Gewandtheit. Ausweichen und so weiter. Erhöht maximale Mana. Genau. Erhöht die Präzision. Ne, dann machen wir hier nochmal einen Punkt rein. So. Wir haben zwar jetzt nur den einen Punkt gehabt, aber ist ja nicht schlimm. Dann... Achso, ich muss mit ihr nochmal sprechen. Sieh nur, was ich angefertigt habe. Steht mir die Kette nicht gut? The result seems quite pleasant indeed. Oh ja. Want to hear something even more helpful? It's a way to bring out your gear's full potential. Raus damit. Upgrade your equipment. You can improve all your favorite gear. Keep at it, and you can make your equipment even more powerful. Since you'll be traveling in dangerous places, I'll give you some upgrade materials. That way, you can upgrade your equipment yourself. Try upgrading the accessory you just made to practice. Well, that's all I have for you. I hope it helps. Marianne crafted an accessory for you. She said upgrading the accessory could make it even more powerful. Okay, also ich kann jetzt unterwegs rumlaufen, das Ausrüstungsverzauberungsfenster öffnen und Zubehör... Ah nee, Zubehör zu verbessern. Zu verbessern, nicht... ja, okay. Moment, also das wollen wir jetzt verbessern. Ja, bis zur nächsten Stufe. Das macht er doch automatisch, wenn ich gedrückt halte, oder? Okay, nicht ganz. With Marianne's guidance, you successfully upgraded the accessory. The accessory became more powerful, just as she said. So, muss ich mit ihr nochmal sprechen? Nee, ne? I can make better, more beautiful things if you've got a lithograph. Was war hier eigentlich? Achso, das sind nur die Bücher, die wir... wo konnte ich das denn nochmal... Oder konnte ich das gar nicht hier machen? Musste ich das hier draußen machen? Das kann auch sein. Inhaltsdetails. Ziel anzeigen, verbergen. Genau. Das will ich nämlich raus haben. Aber er zeigt es mir trotzdem an, oder? Na gut, also sprich mit Abenteuerprofi Pango. Ach so, mit dem müssen wir auch sprechen. Der ist ja eben hier bei uns aufgetaucht. Ich würde das gerne nochmal umstellen hier mit den Erscheinungen, aber ehrlich gesagt, ich weiß gerade gar nicht mehr, wo das war. War das hier bei der Charakter? Oh, Moment. Kochen, Angeln, Expedition, da sehe ich gerade was. Oha? Oha? Haben wir eigentlich einen Titel? Oh, cool.
Hüter der Geheimnisse. Kundschafter des Schicksals. Tja. Ich bin Hüter der Geheimnisse. Keine Ahnung, was das bedeutet, aber ich finde das irgendwie... Das hört sich gut an. So. Ich gucke da nochmal in Ruhe nach, wo ich das nochmal finden konnte. Weil es gab irgendwo, gab es eine Übersicht. Oder war das mit F11? Moment. Ach ja, genau, mit F11 war das. Amitoy, weil mich stört das ehrlich gesagt. Der ist zwar ganz niedlich. Ach so, viel große Auswahl haben wir aber auch nicht, ne? Ja, bleibt doch mal stehen. Wir haben den und so einen komischen Bären. Nee, was soll das sein? Ich bin mir nicht sicher, was das ist, aber egal. Ja, nehmen wir erstmal den Teufel, keine Ahnung. Das ist irgendwie... Da war aber auch noch die Verwandlung, genau. Da sollte ich vielleicht... Hier, der ist doch weiß. Wieso ist der bei mir lila? Das verstehe ich nicht. So weiß sieht er halt cool aus. Aber wieso ist der lila? Aber der wird dann wahrscheinlich auch lila werden, da wo der schwarz ist, oder? Wir versuchen das mal. Vielleicht habe ich ja irgendetwas... Vielleicht habe ich ja irgendetwas nicht mitbekommen mit den Farben. Nicht lila, genau, der ist rot dann. Hä, der ist aber jetzt genauso. Okay, also das verstehe ich jetzt nicht, warum das jetzt genauso ist. Ich will mich da, wie gesagt, auch nicht lange... Moment, jetzt ist er... Ach so, ich habe den nicht umgestellt. Moment. Ah. Okay. Aber der ist auch wieder rot. Ach, liegt das an meiner Haarfarbe vielleicht? Das wäre jetzt doof. Das wäre jetzt wirklich doof. Ja, dann will ich auf jeden Fall den alten Schattenwolf behalten. So, wir lassen das jetzt so. So, und dann reden wir jetzt mit dem. Er sagt nichts. Oh, aufstrebende Abenteuerin, du bist in guter Gesellschaft. Was für Gesellschaft denn? Du hast einen kleinen, aber machtvollen Freund an deiner Seite. Wie du mir ansehen kannst, Abenteuerprofi Pango, sind wir Amitoy fantastische Abenteurer. Unsere Abenteuer sind etwas ganz Besonderes. Amitoy Abenteurer? Hast du je von der Expedition gehört? Es ist ein Abenteuer, auf das nur wir Amitoy ziehen können. Ich bin sicher, dass sich alle danach sehnen, einen beizutreten, auch wenn sie es nicht zugeben. Amitoy kehren nie mit leeren Händen von einem Abenteuer zurück. Warum organisierst du mit deinem Amitoy nicht mal eine Expedition? Je mehr Amitoy du auf eine Expedition sendest, desto lohnender ist das. Lass mich dir eine tolle Gefährtin für deine Expedition zeigen. Okay. Haha, die erste Expedition. Da werden Erinnerungen wach. Drück deinen Freunden die Daumen. Adventure Pro Percy, okay. A seasoned Amitoy veteran, told you about adventures available only to Amitoy. Your little friends can now go on their own exciting expeditions. Drücke die Amitoy-Taste, um ins Amitoy-Haus zu gehen. Was für eine Amitoy-Taste? Ich hab keine. Im Amitoy-Haus kannst du Amitoy-Expeditionen starten. Ja, das ist schön, aber... Was für eine Ach so, da unten. Das ist ja krass. Oh, die haben aber ein cooles Haus. Amitoy-Expeditionskarte. Interagiere mit der Expeditionskarte, um dir die Amitoy-Expeditionskarte anzusehen. Auf der Expeditionskarte wählst du die Region für eine Amitoy-Expedition aus. Wie viele Amitoy und Expeditionen habe ich jetzt gerade gelesen? Das sieht ziemlich cool aus. Moment, da muss ich mal eben einen Screenshot von machen. Ich weiß, aber so bin ich eben. Erinnerungen an das Abenteuer. Da kann man wahrscheinlich rausgehen. Wieso haben die hier so einen kleinen Weihnachtsbaum? Naja, okay, kein Weihnachtsbaum. Aber so ein bisschen erinnert mich das an Peter Pan irgendwie.
Seid ihr jetzt alle meine Ami-Toys? Nee, oder? Die haben sogar Lutscher. den habe ich... Ach, ihn kann ich jetzt auch nutzen, oder wie? Ach, cool. Ja, schicken wir dich mal auf Expedition. Also ich würde gerne, aber er nimmt es nicht an. Muss ich jemand anderen schicken? Ach so, du kannst... Oh, ich hasse es, wenn das dann dazwischen steht. Ja, das habe ich gerade alles schon festgestellt. Danke. Du kannst bis zu 5 Amateur auf eine Expedition schicken. Ja, das habe ich alles gerade schon festgestellt mit einem Blick auf den Bildschirm. Lass mich doch einfach was machen. So. Dann hier sind wir noch nicht gewesen, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Da waren wir auf jeden Fall schon mal. Da schicken wir den hin. Können wir nicht. Ach so, nur das, was frei ist. Ah, okay. Ich sehe es gerade, weil hier ist so ein kleines Schloss. Da können wir niemanden hinschicken. Hätten wir die jetzt zusammenschicken müssen. Können wir die jetzt nicht mehr einzeln schicken. Ja, okay, schade. Felswacht? Das ist aber alles zu. Okay. Ja. Okay. Da hinten ist noch was. Oh, Moment, hier ist noch ein Buch. Oh Gott. Ratschlag von Abenteuerprofi Pango. Angeln. Wenn du ein Angelanfänger bist und denkst, dass Angeln nichts weiter als Auswerfen und Einholen ist, dann sieh genau hin. Abenteuerprofi Pango bringt dir ein oder zwei Dinge bei. Zuerst das Wichtigste, wo man angeln kann. Fische leben selbstverständlich im Wasser, aber sie können nicht zu flachem Wasser gedeihen. So wie Abenteuerprofi Pango nicht gedeiht, wenn ihm die Welt zu klein wird. Suche dir also einen Angelplatz in einem Gewässer, das mindestens so tief ist, dass du daran schwimmen kannst. Das zweite ist die Verwendung des Fischs. Fisch ist köstlich und liefert in zerlegter Form Öl. Öl ist in vielerlei Hinsicht nützlich, also stelle es unbedingt her. Okay. Punkt 3. Umfasst, wo Fische leben. Jedes Kind weiß, dass sich Süß- und Salzwasserfische unterscheiden. Willst du einen Fisch fangen, musst du herausfinden, wo er lebt. Scheue dich auch nicht, dich in gefährliche Gebiete vorzuwagen. Denn dort kann man besonders seltene Fische fangen. Der vierte ist deine Angelfähigkeit. Je nach deinen Fähigkeiten kannst du verschiedene Fischarten fangen. Arbeite mit Nachdruck daran, deine Fähigkeiten zu verbessern, um eine größere Vielfalt an Fischen zu fangen. Zu deiner Information, ich, Abenteuerprofi Pango, habe selbst noch auf der Insel Saurodoma einen Seestern gefangen. Ist das jetzt gut, weil er sagt das so, so überschwinglich irgendwie? Und zuletzt gilt, Angeln heißt Leben. Ja, für die Fische nicht mehr, oder? Zögere nicht, deine Angel auszuwerfen, wenn sich dir die Gelegenheit dazu bietet. Okay. Ja. Erinnerung. Ach so, das ist ein Buch. Erinnerungen an das Abenteuer. Dieses Buch enthält Aufzeichnungen meiner bisherigen Abenteuer. Ach, cool. Erinnerungen an... Kann man sich da die Videos dann nochmal angucken? Also ich werde das jetzt nicht machen. Nachher können wir das nicht abbrechen. Das wäre dann blöd. Aber ich schätze mal, man kann sich hier dann die Videos nochmal angucken, die man da pro Kapitel, sage ich mal, erlebt hat. Das ist natürlich cool. Das gefällt mir. Tür bleibt vorerst verschlossen. Das gefällt mir nicht. Wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Muss ich das mit B machen? Schätze ich mal, ne? Weil ich kann hier nicht rausgehen. Möchtest du zurückkehren? Hä? Je nach inhaltlicher Situation kann es sein, dass dein Fortschritt zurückgesetzt wird. Hä? Wieso? Moment, Moment. N abbrechen? Aber ich sehe gerade hier oben, Amitoy Haus, verlassen. Teleportieren, ja. Ja, ich bin schon halb hypnotisiert. Hallo? Boah, das tat jetzt echt in den Augen weh am Ende. Sprich mit Abenteuerprofi Pango. Nochmal. Pango! Hallo! Hallo?
Ja, wir sind nur von diesem Bereich zurückgeportet, aber es sieht noch schlimmer aus, als wenn man hier neu ins Spiel reinkommt. Alles ist weg. Wie ich sehe, hast du deine Expedition erfolgreich entsandt. Angst und Aufregung sind bei Aufbrechenden und Wartenden gleich groß. Oh ja. Haha, deine treuen Gefährten erinnern sich an die gute alte Zeit. Ja, ich, Abenteuer-Profi Pango, hatte viele Gefährten. Und einer ist mir noch besonders in Erinnerung. An seiner Seite brauchte ich in dieser rauen Welt keine Angst zu haben. Selbst als die Pfeile auf uns niederprasselten, lachten wir nur und rannten weiter. Dann war er aber dumm, weil keiner lacht, wenn Pfeile auf einen niederprasseln. Wir bezwangen alle Feinde auf dem Schlachtfeld, aber nicht ohne ernste Verletzungen zu erleiden. Zu diesem Zeitpunkt war nur noch ein Heiltrank übrig. Also haben wir... Ups, entschuldige, Kleine, ich rede zu viel. Nein, es geht nicht um mich. Was wirklich zählt ist... Ein kleiner, aber machtvoller Freund. Ein kleiner, aber machtvoller Freund. Abenteuer sind groß. Ein kleiner, aber machtvoller Freund. Abenteuer sind groß. Träume enden nie. Just as Adventure Pro Percy said, ich dachte schon, er wiederholt jetzt alles die ganze Zeit nur noch. Öffne mit M die Karte und bewege dich mit Wegpunkt bei Roggenfeld. Und bewege dich mit Wegpunkt bei Roggenfelder. Okay. Reise dann nach Mondsichelsee und bediene Urstellaweg. Wegpunkt. Also da muss ich hin. Und da soll ich hin. Ne, Moment, ist das. Segenstein der Roggenfelder. Ne, hier. Da soll ich hinporten. Aber eigentlich wäre das dann da, ja. Da wäre es näher. Da könnte ich theoretisch importen, ja. Anfallende Kosten. Okay. Also später, ich habe ja den Tipp bekommen von einem Zuschauer. Ich habe ja später, ab Level 30 muss ich das selber bezahlen. Wobei das jetzt komisch ist, weil jetzt sind die Grundkosten nur noch 40 und sonst stand da mal irgendwas mit 1000 noch was. Das ist auch irgendwie... Also vorher war es ja richtig, richtig teuer. Jetzt geht es ja noch, selbst wenn man es bezahlen muss. Aber anfallende Kosten kostenlos, da steht dann wahrscheinlich später 40, nehme ich mal an. Ich weiß es nicht. Egal, wir bewegen uns auf jeden Fall erstmal dahin. So, mitten hier auf dem Feld, das ist nicht so schön. Dann würde ich sagen, wenn wir jetzt gerade schon einmal hier sind, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen, damit die Folge jetzt nicht noch komplett Überlänge bekommt. Ne? Wir kennen das jetzt mittlerweile schon. Und ja, damit wir dann in der nächsten Folge das auch thematisch so ein bisschen zusammen haben. Weil jetzt haben wir ja sehr viel noch gelernt wegen... Verbesserungen wegen unseren, wie heißen die Viecher, Amitoi oder so. Und ich finde es aber gut, dass es so ist und nicht alles auf einmal, weil wenn man alles auf einmal so vor die Birne geklatscht bekommt, ist es ja meistens so, ja, ich habe jetzt alles gemacht, behalten habe ich nichts und verstanden habe ich auch nichts. Aber so wie es jetzt ist, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich es okay. Deswegen, ja, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut. Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen, vielen Dank an meine Unterstützer Beatkrieg, Cornelia Völkner, Markus K. und Timothy Nasu. Vielen Dank für eure Kanalmitgliedschaft. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!